Hallo, heute zu Folge 110 in Horizon Forbidden West und zwar im New Game Plus auf der Stufe Ultraschwer ein paar neue Einblicke. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin zurzeit schnell am Durchquesten und schaue mir an, wo es am meisten Champion-Gutscheine gibt. Die Brutstätten geben sehr gut Champion-Gutscheine. Das sind drei Stück. Und das sind schon eigentlich das meiste, was man bekommen kann. Das heißt, ich werde die Brutstätte MU gleich machen. Der Langhals hat zwei Champion-Gutscheine gegeben, der erste, und der ging wirklich schnell. Wenn man ihn ja schon einmal gemacht hat, dann geht es das zweite Mal richtig schnell. Die Reliktruinen, zwei Champion-Gutscheine. Also deshalb denke ich, ich mache es wirklich auf ultraschwer weiter und schaue, wie viel Champion-Gutschein ich am Ende habe. Da ich ja meine ganzen legendären Waffen aufgerüstet habe und diese wirklich noch gut genug sind für ultraschwer. Natürlich habe ich mir die neuen Waffen angeschaut. Sie sind, wenn sie gelevelt sind, natürlich um einiges besser. Und für das Leveln benötigen wir natürlich wieder einiges. Das schauen wir uns dann später an. Ich hole mir nämlich dann gleich den nächsten Bogen bzw. die nächste Waffe. Eine Brutstätte im Also bis Südwesten. gleich. Ich habe die Brutstätte MU gerade gemacht. Fast. Ich bin noch nicht komplett am Ende. Seltsame Art, Maschinen zu Unten lernen. wartet nämlich schon Höchstens ist die der vorerst Endkampf auf deaktiviert. mich. Das ist ja bei jeder Brutstätte so. Und zwar ein Breitschlund. Da Wie ihr ist der wisst, Kern. Jetzt brauche geht ich nur es noch darum, Zugriff. nicht einen Breitschlund zu töten, sondern es kommt dann noch ein zweiter. Und wir schauen uns jetzt an, wie schnell der Kampf auf Ultraschwer ist. Kampflos bekomme ich die Überbrückung wohl nicht. Das stimmt. Beim Scannen konnte ich schon feststellen, dass er nur auf Löschwasser allergisch reagiert, sagen wir so. Und alle anderen Elemente fallen raus. Somit gehe ich jetzt ins Inventar und hole mir die Sprengschleuder. Flügel der Zehen. Es ärgert mich etwas, dass ich sie nicht komplett gelevelt habe. Ist die einzige Waffe. Im ersten Durchgang. Die einzige legendäre, die ich nicht komplett gelevelt habe, sind die Flügel der Zehen. Ihr werdet das gleich sehen. Schauen wir es uns einmal an. Ihr könnt hier aber schon sehr gut sehen, wie viel Schaden die Maschinen machen und das trotz guter Nahkampfrüstung. Ich habe jetzt eine Rauchbombe geworfen. Rauchbomben sind auf ultraschwer wirklich wichtig. Das habe ich schon bemerkt. Und was auch noch wichtig ist, sind die ganzen Elite-Sprengfallen. Die machen enormen Schaden. Enormen, ja. Man macht ja nicht wirklich viel Schaden auf ultraschwer. Aber so geht es am schnellsten. Und die Flügel der Zehen ist wirklich Gold wert. Das brauche ich. Der ist ultra schwer. Möchte ich nur nochmals betonen. Jetzt liegt er. Jetzt muss es aber gleich sein. Jetzt kann ich bestimmt auf den Kern zugreifen. Der erste ging etwas schneller, weil er in die Elite-Sprengfalle hineingelaufen ist. Und den zweiten habe ich mit der Flügel der Zehen. Die Waffe bekommt ihr ja, wie ihr wisst, wenn ihr alle Flugschreiber abgibt. Und auf der Stufe Ultraschwer, ich damit kann sollte sie ich Maschinen wirklich der nur Wildnis empfehlen. überbrücken können.
levelt sie hoch, bevor ihr die Stufe Ultraschwer angeht, wie auch die anderen legendären Waffen, dann geht es auch wirklich schnell und ihr könnt euch richtig durchschlagen, ohne dass ihr Probleme haben solltet beim Questen. Natürlich merkt man den erhöhten Schaden, deshalb ist es etwas anders. Also man muss Spieltechnik etwas verändern, mehr Rauchbomben einsetzen. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Hauptquest weiter. Das Tor des Todes. Damals habe ich 3 Folgen benötigt für diese Quest. Dieses Mal sollte es ja wirklich schnell gehen. Ich möchte euch ein paar Einblicke geben, überhaupt dann in den Endkampf gegen Gerard, weil er macht doch mehr Schaden. Also ich kann ihm sowieso keinen Schaden zufügen. Das heißt, hier sind die Waffen eher unnötig, aber er macht auf jeden Fall mehr Schaden. Deswegen die nächste Hauptquest, Tor des Todes. Die schauen wir uns noch kurz an, beziehungsweise ein paar Einblicke. Geh lieber einen Schritt zurück. Treten Sie an. Na endlich. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Hallo zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Da ist viel Wasser drin. Spiel noch das immer läuft auf wohl von den Gipfeln runter. Das leckt hier schon einige Zeit. Auf jeden Fall habe ich mir die neuen Waffen angesehen. Und ich war auch schon in der ersten Brutstätte. Die Flügel der Zehen ist das beste Mittel, um schnell die Maschinen aus dem Weg zu räumen. Und Farmen brauchen wir hier wirklich nicht mehr, wenn natürlich die Waffen vom ersten Durchgang schon komplett gelevelt sind. Was mich etwas stört, dass ich die Flügel der Zehen nicht auf Stufe 5 gebracht habe im ersten Durchgang, sondern nur auf Stufe 3. Aber sie ist trotzdem auf Stufe 3 schon sehr stark und sehr hilfreich, muss ich echt sagen. Ja, gehen wir es an mit der Hauptquest Tor des Todes. Hier ist alles überschwemmt. Ich habe ja damals 3 Teile benötigt, noch eine Tür mit machen wir in einen schnellen Durchgang. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Ich muss irgendwie darüber kommen. Neuer Datenpunkt, brauchen wir uns ja alles nicht mehr ansehen. Wir nehmen nur den Loot mit. Der ist wichtig. Und jetzt geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Hier. Ihr könnt die komplette Quest Tor des Todes in meiner Playlist finden. Ich bin jetzt hier bereits schon am Ende und möchte nur zu der Bunkertür und damit viel. Geschafft, genau. Okay, das war das überflutete Labyrinth. Gleich mit geschafft. X springen, dann mit 4. Dann geh. Identity Scan wird durchgeführt. Wir wollen ja nicht im Wasser landen. Wir können auch nicht umgehen. Guten Tag, Dr. Sobel. Treten Sie ein. Dr. Sobel. Ich könnte mich auch wie Sie anziehen. Vielleicht bekommen Sie es nicht mit und nehmen die falsche Bete mit. Das Ding ist ja riesig. Der Strom ist weg. Nur für die Konsole nicht. Es ist feucht hier drin. Habe ich ja Sobeks Kleidung. Vielleicht ziehe ich mich ja an. Und sie nehmen dann die falsche Beta mit. Das wäre doch lustig. Hm?
Naja, eigentlich müssten sie es vom Gesicht her schon unterscheiden können. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. Aber ich bin Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Und möchten ich werde Sie mich jeden Tag Einzieglerspinne aktivieren? umziehen? Möchte ich. Aktivierung. Okay, ich brauche wieder Pfeile, normale, genau. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Pass auf, ja. Wenigstens habe ich Strom. Ich weiß nämlich gleich, wer da. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Jetzt ja. geht's. Leg los. Endlich. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Okay. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Entklemm ihn eben. Nicht ganz stabil. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Ja. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Hoppla. Hab eins. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Jetzt wird's gleich lustig. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elisabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. In VR töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Oh, Mäuschen, ist das alles nicht wahnsinnig auf? Ich denke, der macht mir sicher jetzt auch noch mehr Schaden. Ui, das heißt, ich brauche meine Rauchbomben. Wo sind die Rauchbomben? Spring weg! Dahin. Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Oh, doch, wir schaffen das. Eine Rauchbombe wäre jetzt vielleicht nicht so schlecht. Komm her. Put, put, put. Die Beute gehört mir. Komm da. Ich wünschte, ich könnte dich mitnehmen. Schnell, schnell, schnell. Das ist so. Und kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Ein Treffer. Weil ich weiß nicht, wie viel Schaden mir der macht. Jetzt auf ultra schwer. Eine weniger. Was hast du vor? Sie tanzt. Sie versteckt sich. Ja, na klar verstecke ich mich. Aber auch alles Gute hat ein Mal. Na also! Na los! Schieß auf mich! Nicht da drauf!
Da oben, die nächste. Schluss mit dem Quatsch! Komm her! Nicht? Darf ich da drauf schießen? Ah, die habe ich schon, okay. Jetzt. Also bis jetzt ging's. Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Ich habe mir schon gedacht, der macht jetzt echt mächtigen Schaden. Na komm. Los, komm schon. Ja, ich komme schon. Ich muss den Hauptmann kappen. Aber, ui, nein, er macht doch mehr Schaden. Also, nicht gerade geheilt. Ich muss auf die Kopplung schießen, die den Draht halten. Ja, die sind da oben jetzt. Ganz gut. Jetzt müssen wir mal weg von dem. Von da. Wir müssen ihn im Auge behalten. Und auf die Kupplungen schießen. So. Da ist er, komm! Nicht. Der Draht wird von Kupplungen gehalten. Ich muss alle abschießen. Dann seid ihr. Da sind noch zwei Kupplungen. Zwei noch, die schaffen noch. Greif mich an! Nicht die dumme Maschine! Schaffen wir das noch? Nein! Nur zu langsam. Ui. Dafür habe ich trainiert. Ja, dein Training ist mir jetzt egal. Komm schon. Da oben sind die. Du machst ganz schön Schaden. Nicht genug Mutpunkte. Das ist auch gerade schlecht. Komm schon. Ach, da muss man wirklich. Jetzt habe ich dich aber. Wenn er mich nicht hat. Kann ich den wieder scannen? Wo bist du? Hinter mir? Ja, na klar. Ich muss ihn mal ausweichen. Du hast Mumm, Kleine. Gefällt mir. So. Erst wenn sie sich dreht, das ist ja das Problem. Wenn ich die Kopplung vom Draht schieße. Jetzt dreht sie sich. Komm schon, einmal. Nein. Ah, ist nicht dasselbe wie echt zu sein. Jetzt hat er mich erwischt, das sowas. Schnell weg, bitte. Schon wieder. Vom Draht schießen. Jetzt eine weniger. Ich werde zusehen, wie dein Leben verlischt. Nein, macht schon um einiges mehr Schaden. Das heißt, man muss schauen, dass man besser ausweicht. Nicht zu wenig gerade. Jetzt dreht sie sich wieder. Und der hat mir ganz schön einen Schaden verursacht. Ein paar Teile noch, so. Jo, komm schon, komm schon. Tschüss. Nur noch eine. Eine einzige noch. Pass. Dann passen wir etwas auf ihn auf. Muss man ausweichen. Der macht echt heftigen Schaden. Ja, jetzt dreht sich das wieder. Komm schon zu mir. Ich muss es von der anderen Seite erwischen. Etwas ablenken hier. Eine noch, komm schon. Ich muss auf die Kopf schießen. Ja, hier ist sie, hier ist sie. Aber da ist was dazwischen. Da kann ich jetzt eh nicht drauf. Schmerz, dann Tod. Mit
Geh, komm schon. Nochmal, nochmal. Genau. Nochmal. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Getroffen, oder? Hast du nicht getroffen? Nein. Die Welt ist so doof. Und jetzt ist er genau. Geh, spring weg. Warum kannst du nicht wegspringen? Musst du dir den Schaden da? Jetzt aber, komm. Und jetzt. Schnell ins Wasser und fliehen. Dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Geschafft. Und das ist das Wichtigste hier. Hauptquest Tor des Todes abgeschlossen. Das ging ja echt schnell. War aber perfekt. Wirklich nicht meine Lieblingshauptquest, muss ich sagen. Oder ist es noch immer nicht? Ja, passiert gleich was. So schnell kann es gehen. Ich sag nur, die sterbenden Lande. Das ist wirklich meine Lieblingshauptquest, weil wir einfach gemeinsam. Ja. Zusammenarbeiten. Und danach natürlich auch immer wieder. Ja, Wahl. Was würdest du ohne Wahl machen, Eli? Das war. Shongu. Ich bin hier. Ich muss. Hey, langsam. Immer langsam. Langsam. Ist gut, Baby. Hey, alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Okay, alles klar. Tor des Todes. Abgeschlossen, das haben wir eh schon vor erhalten. Champion-Gutscheine, 2 Stück. Jetzt meine Lieblingshauptquest, die sterbenden Lande. Und hier gibt es natürlich wieder einige, die überspringen wir wieder. Die brennenden Blüten. Beim Jäger kann ich mal schauen, vielleicht kann ich mir wieder eine Waffe leisten. Kann ich? Die Tränen des Landgottes, das passt gerade so zur nächsten Quest, finde ich. Ein Langstreckenbogen zu Ehren derer, die gefallen sind, um die Landgötter zu beschützen. Seine Pfeile fallen wie Regen und senden seine Ziele zurück in den ewigen Kreislauf. Das hört sich echt gut an. Und der Löschwasserschaden ist auch wirklich ein Vorteil. Ich hatte ihn immer bei der Sprengschleuder. Deshalb, ja, ich finde den Bogen gar nicht so schlecht. Nur, ja, ich kaufe mir. Nicht ausrüsten, nur mal kaufen. Eine gute Wahl. Danke. ...88 und 246. Schauen wir mal zu einer Werkbank. Die ist eh gleich da.
Also eigentlich daneben. Die Tränen des Landgottes. Ihr seht da, der erste Start beim Löschwasser 39 ist sehr niedrig. Ich möchte wissen, wenn komplett gelevelt, kann man ihn auf 54 hochstufen. Was mich mehr interessiert, ist der Stoßschaden, weil es ist ja ein Jägerbogen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so sehr begeistert. Sie haben es hier etwas anders gemacht. Der Jägerbogen ist eher wie ein Fernkampfbogen. Nein, natürlich ist er schneller, aber ich müsste jetzt mal schauen. Ich hätte sogar genug, um ihn aufzuwerten auf Stufe 2. Stufe 3 fehlt mir dann noch einiges. Dann hätten wir hier 266, Abriss, 67, Schaden, 44 und 272. Schauen wir mal. Sollten wir handeln? Wie geht es dir? 44 und 272. Also da sage ich, das sind die Löschwasserbomben auf jeden Fall besser. Deshalb, warum sollte ich dann noch eine legendäre Waffe aufrüsten? Und wenn wir jetzt uns die fortgeschrittenen Jägerpfeile anschauen, 77 und 307. Das heißt, man muss den Bogen, wir können es uns nochmal anschauen. Bei der normalen Munition, da muss man schon in mindestens mit den Spulenplätzen, würde ich sagen, auf Stufe 3 haben. Dass er gleichwertig ist. Das heißt, auf Stufe 4 und Stufe 5 wäre der Bogen natürlich dann stärker. Bei der normalen Munition, bei den Löschwasserpfeilen, würde ich sagen, ist er nicht wirklich stärker. Auch wenn er 335 unten hat, die Löschwasserbomben, und das komplett gelevelt, ja, haben die Lilanen 246 und das reicht. Auch wenn es jetzt nicht über 300 sind, aber ich müsste den Bogen komplett leveln, damit er über 300 hat. Ja. Deswegen ist einfach dann die Frage, zahlt es sich aus? Wenn man natürlich nebenbei einfach die Ressourcen hat und sie nicht benötigt, dann würde ich sagen, warum nicht? Und ich benötige ja keine Ressourcen mehr. Bis auf die Flügel der Zehen. Also wenn ich da noch Ressourcen finde, werde ich die auf jeden Fall noch aufwerten. Die ist auf ultra schwer wirklich wichtig. Also eine der wichtigsten Waffen. Das habe ich gesehen jetzt in der ersten Brutstätte, in der MU-Brutstätte. Und beim Endkampf am Schluss ging das echt schnell mit der Sprengschleuder Flügel der Zehen. Nur was ich hier sehe, benötige ich ein Spitzenbebenzahnherz und zwei feuergraue Beutelgewebe, um ihn auf die nächste Stufe zu bringen, auf Stufe 4. Dann hätte ich auch mehr Nahdistanzschaden. Aber wie gesagt, auf Stufe 3 ist die Flügel der Zehen schon wirklich gut. Wenn ihr noch nicht im Plus-Spiel seid und ihr wollt auf Ultra schwer spielen, levelt sie auf Stufe 5 hoch. Also das ist nur ein kleiner Tipp. Der ist immer so lustig, wenn er schläft.
Ja, weil es hier gerade schön kühl ist und draußen die Hitze gefällt ihm gerade nicht wirklich. Jetzt ruht er sich aus. Der war komplett fertig vorher. Deshalb warten wir, bis jetzt etwas kühler ist. Und ja, wo waren wir? Wie gesagt, wenn ihr noch im normalen Spiel seid oder ihr habt euch entschieden, zuerst im Story-Modus zu spielen, levelt die Flügel der Zehen auf. Ihr werdet sie dann auf Ultraschwer wirklich benötigen. Mal schauen, ob sie auf Stufe 3 auch reicht. Ich denke schon. Was mich halt wundert, die Vorteile, Fernkampfschaden bei einem Jägerbogen, Konzentrationsschaden plus 20, das habe ich jetzt auch bei meinem derzeitigen. Die Zielgeschwindigkeit plus 65, das ist ja mal was Nettes. Und plus 10 Bauteilabriss benötigt man ja dann gar nicht, weil der andere Bogen, der Fernkampfbogen, mächtigen Abrissschaden hat. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Dafür bräuchte ich nur einen Schreckflügel Primärnerv. Aber ich lasse ihn gleich so. Der hat jetzt schon mächtigen Abrissschaden, 641. Und deswegen habe ich ihn auch schon mit Spulen ausgerüstet. Mal schauen, ob es reicht, ob ein Schuss reicht oder zwei, wenn ich was farmen möchte. Ich bin aber eigentlich nicht zum Farmen hier auf der Stufe Ultraschwer, sondern eher wirklich zu schauen, dass ich hier durchkomme und so schnell als möglich die Nebenquests mache. Die alle zwei Gutscheine geben, Auftragsquests geben alle einen Gutschein. Die Rebellenlager, wie gesagt, geben sehr gut Gutscheine, das habe ich letztens schon gesagt, drei Gutscheine. Langhälse, zwei Gutscheine, sind immer schnell gemacht. Brutstätten geben drei Champion-Gutscheine. Kommt drauf an, welche Brutstätte ihr macht. Die erste ging natürlich echt schnell. Und Sammelobjekte für die erste Quest habe ich auch zwei Champion-Gutscheine bekommen. Das heißt, ich denke schon, jetzt habe ich mittlerweile... Gehen wir nochmal zum Jäger. Vorsichtig, Treppe. Champion-Gutscheine gefarmt und ihr bekommt ja eigentlich nur 30 bei der Hauptquest. Also ich bin jetzt eigentlich nur schnell so durch und habe schon 21 Gutscheine. Ich denke, somit werde ich doch einige zusammen bekommen auf Ultraschwer. Und vielleicht komme ich ja auf die 25. Wenn nicht, kann ich die dann im Anschluss noch immer machen. Im dritten Durchlauf, da brauche ich dich aber dann nicht mehr wirklich viel machen. Da reicht dann die ein oder andere Quest. Wenn nicht mehr viel fehlt natürlich. Und ja, auf das bin ich ja aus. Ich wünsche euch weiterhin alles Liebe, viel Spaß. Das war's jetzt wieder mit Horizon Forbidden West. Ich denke, dass ich immer wieder so eine Pause brauche von dem Spiel, da ich es ja wirklich lange gespielt habe auf der Stufe Normal und jede Nebenquest gemacht habe. Bis auf zwei Auftragsquests habe ich alles erledigt und das waren wirklich viele Folgen, deshalb werde ich immer wieder Pausen einlegen und dann mal wieder ein paar Quests machen, ein paar schnelle. Und sie gehen ja auch schnell, da man ja weiß, wie
sollten wir was handeln. Wann? Ja, somit, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Alles Liebe. Tschüss.